Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal, Folge 22. Das Ende der großen langen Stille. In diesem Video gehen wir sehr, sehr weit zurück. 300.000 Jahre und rollen die Geschichte der Menschheit von diesem Ausgangspunkt aus auf, soweit man darüber bis heute Bescheid weiß. 300.000 Jahre zurück taucht der Mensch auf, der Homo sapiens, so wird er genannt, der Verstehende, der verständige Mensch. So benannt wurde er von Carl von Linné, das war ein schwedischer Naturforscher, und der hatte diesem zweigliedrigen Naturbezeichnung von Pflanzen und Tieren zum Durchbruch verholfen. Mit zwei Worten werden immer Gattung und Art einer Pflanze oder eines Tiers bezeichnet. Zum Beispiel Gattung, die Tanne, das ist Abies, und die Art, Weißtanne, Abies alba. Das ist genau das gleiche System wie bei der Benennung des Menschen als Homo sapiens. Da ist die Gattung Homo und sapiens ist die Artbezeichnung. Es gibt für den Menschen noch weitere Unterteilungen und Großgruppenbezeichnungen, zum Beispiel eine Unterordnung ist, der wir angehören als Menschen, der Trockennasenaffe. Und wir gehören der Familie der Menschenaffen an und der Überfamilie der Menschenartigen. Das sind also alle, denen ein Schwanz fehlt. Der Mensch, der Homo sapiens, verbreitete sich. Ich habe euch das hier schon mal vorbereitet. Ich wollte euch nicht wieder langweilen mit Weltkarten malen. Also man sieht hier so ein bisschen, wie der Mensch sich ausbreitete über den Zeitraum von 300.000 Jahren. Er fing an, hier unten in Afrika, breitete sich aus über die schmale Landbrücke, über den Sinai in den Halbmond, in den fruchtbaren Halbmond, und dort gelangte er ungefähr 100.000 Jahre vor Christus. Er wanderte weiter, erreichte Europa 40.000 Jahre vor Christus. Er traf bei seiner Wanderschaft, bei seiner Ausbreitung auf andere Menschenartige, den Homo erectus, und in Europa auf den Neandertaler. Er breitete sich weiter aus, 70.000 reichte er Indien und China, er breitete sich aus nach Nordrussland, dort erreichte er das Gebiet um 25.000 vor Christus. Er marschierte weiter über Thailand, Malaysia und Australien, erreichte er 50.000 vor Christus, über Sumatra erreichte er Neuseeland 1500 vor Christus. Nach Amerika gelangte er ungefähr 15.000 vor Christus, und bis 12.000 vor Christus hatte er ganz Amerika als Jäger und Sammler besiedelt. Also aus Afrika, erste Station um 100.000 vor Christus, ungefähr das Zweistromland aus Euphrat und Tigris. Und 40.000 vor Christus, also nochmal 60.000 Jahre später, erreichte er Europa als Jäger und Sammler. Gut, das ist also die kurze Geschichte der Ausbreitung der Menschen. Und 20.000 Jahre vor Christus ungefähr fing er an, auch selber schon etwas sesshaft zu werden. Also er war Jäger und Sammler, der Mensch. Er sammelte also Pflanzensamen und er jagte Tiere. Und er richtete sich ungefähr ab 20.000 Jahre vor Christus, richtete er auch sozusagen feste Plätze ein, in denen er auch wo er einige Zeit dann blieb und von dort aus dann seine Streifzüge machte zum Pflanzensammeln und zum Jagen. Aber diese Sesshaftigkeit oder diese Teilsesshaftigkeit gab er dann auch teilweise wieder auf. Zwischen 10.700 vor Christus und 9.700 vor Christus machte er sich wieder auf den Weg. Da findet man keine dieser zeitweiligen Siedlungen oder Ansiedlungen des Menschen.
Er wurde also wieder zum vollständigen Jäger und Sammler, der also rumstreifte, ohne sozusagen zu einem Ausgangspunkt wieder zurückzukehren. Danach allerdings fängt an, dann die Bildung von dauerhaften Siedlungen, der Ackerbau beginnt und die Züchtung. Siedlung und Ackerbau hat miteinander zu tun, weil man für die Auslese ertragreicher Pflanzen, deren Samen man gewinnt und dann im nächsten Jahr wieder aussät, in der Hoffnung, dass man eben dann ertragreichere Pflanzen hat als im Vorjahr. Dazu braucht man einen langen Beobachtungszeitraum, bis man herausgefunden hat, welche Pflanzen sich überhaupt so, wie soll ich sagen, verbessern lassen können und auch welche Tiere man zähmen kann und züchten kann. Zum Beispiel bei den Eichen. Eicheln waren eine bevorzugte Nahrung. Nur dort besteht das Problem, Eicheln können sehr bitter sein und man kann diese Bitterkeit nicht wegzüchten, weil diese Bitterkeit überspringt eine Eichengeneration. Das heißt also, wenn man alle bitteren Eicheln rausgelesen hat und sät nur dann die nicht bitteren Eicheln aus, hat man im nächsten Jahr trotzdem wieder bittere oder Bäume mit bitteren Eicheln. Das ist natürlich jetzt vereinfacht dargestellt, aber das zeigt so die Schwierigkeit und vor allem das Zeitinvestment, das man aufbringen musste als Mensch, um Pflanzen ertragreicher zu machen. Das genauso mit Tieren. Gazellen, das war die bevorzugte Nahrung der damaligen Jäger und Sammler, die zu Tausenden rumliefen, wo auch der Mensch sich tummelte. Nur es gelang nicht, die Gazelle zu zähmen. Die ist einfach zu scheu und lässt sich eben nicht zähmen. Also insgesamt kann man zum Beispiel sagen, von 200.000 höheren Pflanzenarten waren nur 100 Pflanzen zur Züchtung geeignet. Das zeigt so ein bisschen, als Bauer musste man einen langen Atem haben und genau beobachten können. Und so erklärt man sich, hängt Sesshaftigkeit und Ackerbau eben miteinander zusammen. Aber warum wurde man eigentlich überhaupt sesshaft? Also wie ist es überhaupt gekommen und gab es da einen bestimmten Grund für? Ich habe euch jetzt mal versucht, die Zeitdimension etwas klar zu machen. Hier habe ich wieder ein Gadget gebaut, das ist ein Zollstock. Das ist jetzt sozusagen die Geschichte der Menschheit in einem Zollstock dargestellt. Das sind 2 Meter und es fängt hier oben rechts an mit 300.000 Jahren und endet hier unten, endet es in der Neuzeit. So, vielleicht kann man es so erkennen. Und hier unten endet es in der Neuzeit. Also hier oben 300.000 Jahre, der Mensch entsteht. Hier unten sitzen wir heute in meinem Wohnzimmer und drehen diesen Film und ihr schaut zu. Das ist also der Zeitablauf. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Der Mensch entsteht in Afrika, hier drüben. So muss ich das halten, so. Hier 300.000 vor Christus. Der Mensch entsteht. Generation auf Generation bewegt sich die Menschheit durch die Geschichte. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, da habe ich euch aufgemalt, 1 Zentimeter entspricht 1500 Jahre. Also wenn ich das hier jetzt so vorbeiziehe, vergehen Tausende von Jahren. Hier habe ich euch mal aufgemalt, was 150 Jahre sind, 1 Millimeter. So ein schmaler Strich, das ist also sozusagen 150 Jahre, in damaligen Zeiträumen 5 Generationen, die nur 1 Millimeter ausmachen. Und weiter, der Mensch ist Jäger und Sammler in diesem ganzen Zeitablauf. Die Jahrtausende vergehen. Nichts ändert sich. Der Mensch streift durch die Wälder, durch die Natur, sammelt und jagt. Es passiert überhaupt nichts. 100.000 Jahre vor Christus. Es ist immer noch nichts passiert. Und hier passiert jetzt etwas ganz Besonderes. Es gibt einen genetischen Flaschenhals. Die Menschheit soll zu diesem Zeitpunkt auf 100 bis 1000 Menschen reduziert worden sein. Das haben Genetiker festgestellt, die sich gewundert haben, warum die Menschen
warum die Menschen über so ein, wie soll ich sagen, so ein, eine Abstammung von nur ganz wenigen Menschen haben. Und sie sagten, dann muss die Menschheit zusammengeschrumpft sein auf ganz wenige Personen, denn die Menschen sind sich eigentlich zu ähnlich, als dass nicht diese Ähnlichkeit auf einen Menschenbestand von nur ganz wenigen Personen zurückzuführen ist. Gut, es geht weiter. 100.000 Jahre, dann haben wir wieder einen genetischen Flaschenhals, wie die Genetiker, die Forscher rausgefunden haben. Auch hier wieder steht die Menschheit kurz vor der Ausrottung. Manche sagen, es wäre ein riesiger Vulkan gewesen, der dort ausgebrochen sei und die Menschheit fast zur Vernichtung gebracht hat. Gut, es geht weiter. Wir sind jetzt 50.000 vor Christus und so, Augenblick jetzt, wir sind jetzt 50.000 vor Christus und hier ist der Bestand der Menschheit dann auf 5 bis 10 Millionen Leute angewachsen. Und dann 12.000 vor Christus, da tut es nun einen Schlag. Und da spielt sich dann unsere gesamte Menschheitsgeschichte ab, die wir aufgeschrieben haben oder wo wir sozusagen Kenntnis drüber haben. Dort fängt es an mit Ackerbau und Viehzucht um 12.000 und dann geht es Schlag auf Schlag. Aus den 5 bis 10 Millionen werden sehr, sehr viel mehr Menschen und die Babylonier, die Ägypter, die Griechen, die Römer, alles schließt sich jetzt nun an in ganz kurzem Zeitabschnitt. Also überhaupt gar kein Vergleich zu der Zeit, die vorher vergangen ist, wo der Mensch Jäger und Sammler war und durch die Welt, die nahezu unbewohnte Welt gezogen ist. Also es sind unvorstellbare Zeiträume vergangen, bis der Mensch sesshaft wurde, Ackerbau betrieben hat und so dann im Grunde genommen unsere Geschichte begründet hat. Aus der Zeit vorher sind kaum Zeugnisse erhalten. Darum geht es nun eben heute. Wie ist es eigentlich alles gekommen, dass wir sozusagen durchgestartet haben als Menschen? Also man muss sich vorstellen, die Jäger und Sammler in diesem enormen Zeitraum von Tausenden nach Tausenden von Jahren waren eben Verbände von ungefähr 25 Personen. Man nimmt an, ich denke auch durch die Genetik, also die Vererbung von Eigenschaften, hat man festgestellt, dass wohl der Mensch in den damaligen Jäger- und Sammlerzeiten ungefähr 250 bis 500 Paarungspersonen hatte. Man nimmt an, dass eben sich die Jägerstämme dann trafen und dann dort ist eben zu Austausch, gekommen ist, zu, wie soll man sagen, Ehen zwischen verschiedenen Angehörigen verschiedener Stämme und so der Genpool sozusagen ein bisschen verbreitert wurde. Also ein frisches Blut kam einfach in die Gruppe hinein. Wie gesagt, ungefähr 50.000 vor Christus hatte sich nicht viel getan. Die zwei Flaschenhälse, die man vermutet, hat der Mensch überstanden, ganz knapp überstanden, also war kurz vor der Ausrottung und wir würden heute nicht hier sitzen, wenn wir diesen Flaschenhals nicht doch glücklich überstanden hätten. Und naja, nun sind wir hier heute bei rund 7 Milliarden Menschen und um 50.000 vor Christus waren wir gerade noch, gerade mal 5 bis 10 Millionen. Das ist im Grunde genommen auf die gesamte Erde verteilt. Es ist die Einwohnerschaft von Berlin, Köln, Hamburg und München. Berlin hat 3,6 Millionen, Köln hat 1 Million, Hamburg hat 1,8 Millionen, München hat 1,4 Millionen, macht 7,8 Millionen. Also diese vier vergleichsweise kleinen deutschen Städte im globalen Maßstab, die und Einwohner dieser vier Städte verteilten sich über die gesamte Erde. Also das ist schon, es war still. Und es war einsam auf der Erde. Man traf sich wahrscheinlich in diesen 300.000 Jahren, die da vergangen sind, traf man sich noch vielleicht zufällig, man weiß es eben nicht genau, aber es war eine ja, die große Stille.
außer den Tieren und dem Rauschen der Blätter, der Wälder, hat man nicht viel gehört auf der Erde. Und nun, ab 12.000 geht die Rakete los. Was ist denn da nun Seltsames passiert? Wie kann es sein, dass der Mensch 300.000 Jahre so rumlümmelt in der Natur und ab 12.000 geht es richtig ab? Vor allem hat man sich die Frage gestellt, als man die Skelette der Sesshaften analysierte mit den Skeletten, die man fand von den Jägern und Sammlern, warum denn überhaupt Sesshaftigkeit einsetzte und der Ackerbau betrieben wurde. Denn es wurde festgestellt, dass die Menschen kleiner wurden. Also die Ernährung verschlechterte sich sogar der Menschen bei der Sesshaftigkeit. Auch wurde festgestellt, dass die Menschen viel öfters krank wurden. Man erklärt sich das damit, dass die Menschen eben engeren Kontakt miteinander hatten und auch engeren Kontakt mit Tieren dann hatten und sich dann eben auch Krankheiten leichter zum einen übersprangen vom Tier auf den Mensch. Man vermutet zum Beispiel, dass die, ich glaube, Masern oder Pocken abstammen von der Rinderpest. Und innerhalb der Gruppe löschte dann auch natürlich eine Krankheit mehr Menschen aus, denn wenn in einem Dorf 300 Leute zusammenhockten, dann war die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass diese 300 dann an dieser Krankheit oder Seuche zugrunde gingen, während in den kleinen Jägergruppen von 25, die andere Jägergruppen nur sehr selten trafen, da löschte eben eine Seuche dann, die dann sowieso seltener auftrat, dann eben diese 25 aus und Ruhe war. Und die Keime konnten sich dann nicht weiter verbreiten. Nun gut. Also es ist ein großes Rätsel, warum der Mensch überhaupt sesshaft wurde, weil er hatte eigentlich keine Vorteile davon. Er wurde kränker und die Ernährung wurde schlechter gegenüber Jägern und Sammlern. Und eine Theorie sagt, das ist die Oasentheorie, wegen schlechtem Klima oder eines Klimawandels, und das Klima wurde dann schlechter, seien die Menschen um diese Zeit in Oasen und Flusstäler getrieben worden. Dort hätte es noch Nahrung gegeben, also hätten sie sich da sozusagen zusammengeballt und versucht, dieses schlechte Klima sozusagen auszusitzen. Das ist die Oasentheorie. Dagegen wird gesagt, naja, es gab aber bereits schon drei Trockenzeiten in dieser langen Geschichte der Menschheit seit 300.000 vor Christus und da kam es eben nicht zu Sesshaftigkeit. Eine zweite Theorie sagt, umgekehrt, nicht schlechtes Wetter, sondern gutes Wetter hat zur Sesshaftigkeit und zum Ackerbau geführt, also zur permanenten Sesshaftigkeit, muss man eigentlich sagen, geführt. Nämlich das gute Wetter hätte zu einem Bevölkerungswachstum geführt und damit war es für den Menschen notwendig, neue Nahrungsquellen zu erschließen. Die Gazellen und die eingesammelten Wildgetreidesorten und Körner und Früchte reichten nicht mehr aus, um die Bevölkerungsvermehrung zu ernähren. Und eine Rückkehr sozusagen in die Jäger- und Sammlerzeit, Herumschweifung war nicht möglich, weil es eben schon zu viele Menschen waren, die sich dann in einem Revier um die gleiche Gazelle sozusagen streiteten. Und insofern ist das eben eine Theorie des Bevölkerungszuwachses, das Aufschließen neuer Nahrungsquellen, also den Pflanzenanbau und die Tierzucht, dann notwendig machte. Eine Kompromisstheorie dazu ist also, dass man eben in der Wärmeperiode angefangen hatte, sesshaft zu werden und zu experimentieren mit der Pflanzenzucht. Da hatte man eben auch Pflanzerfolge. Das heißt also, man hatte genug Zeit, um zu beobachten, wie die Züchtung der einzelnen Pflanzen, die Auslese sozusagen der weniger ertragreichen Körner und die Aussaat der größer gewordenen Körner, um im nächsten Jahr dann aus diesen dann eben wieder Pflanzen mit größeren Körnern zu gewinnen, dass die Zeit dafür eben ausreichend war in der wärmeren Klimaperiode oder in der besseren Klimaperiode. Und als dann das Klima wieder schlechter wurde, da hatte man sozusagen die Grundlage gelegt, um diese schlechten Zeiten zu überleben. Und aufgrund des Klimawandels wäre auch dann, war die Alternative verbaut, wieder zurückzukehren in den Status des Jägers und Sammlers, denn die Gazellen waren verschwunden und die Wildkräuter und die
Wildgetreidesorten und die Früchte ebenso wegen des schlechter werdenden Wetters. Also der Mensch war sozusagen gefangen in dem Leben, das er sich in der guten Zeit aufgebaut hatte. Jedenfalls geht man davon aus, dass die ersten Siedlungen im Jordantal so ungefähr 75 bis 100 Personen umfasste. Nach 1000 bis 1200 Jahren, nachdem man diese Siedlung errichtet hatte, hatte man Getreidesorten mit größeren Körnern schon erfunden, gezüchtet und die eben auch länger in der Ähre drin blieben. Also nicht sofort, wenn sie reif waren oder einzeln reif wurden, auf den Boden fielen, man sie unten mühsam auflesen musste und da drohten eben zu verrotten. Die blieben also oben auf der Ähre und man konnte sozusagen abwarten und in einem Zeitpunkt dann die Ernte einfahren und das Korn schneiden und die Ernte einfahren. Da aber nun die Ähren länger im oder die Körner in den Ähren länger drin blieben, das bedeutet natürlich, dass die Körner fester verhaftet sind. Sie lösen sich nicht mehr so leicht raus, sie fallen eben nicht mehr runter wie vorher. Sie bleiben in dieser Ähre gefangen und dann musste man eben schauen, wie man dann die Körner, wenn sie dann reif waren, aus der Ähre kriegte und dann setzte das Dreschen ein. Also für das Dreschen musste man wiederum organisieren, musste die Leute zusammentrommeln, musste die Ernte auf einen Haufen legen und alle mussten dann zusammen anfangen, mit Schlägeln oder was auch immer, auf den Haufen Getreide drauf zu prügeln, damit dann die Körner aus der Ähre rausfallen. Dazu musste man schon mal anfangen zu organisieren. Und Planung war auch notwendig, denn es war auch so, dass in diesem Zeitpunkt, wo man dann die Ernte einbringen musste, auch die Hochsaison für die Gazellenjagd war. Man gab ja die Jagd dann nicht auch einfach auf, weil man nur jetzt Siedler war. Und gejagtes Fleisch blieb natürlich eine Nahrungsergänzung. Und deswegen musste man es auch zeitlich organisieren. Also der Zeitbegriff setzte ein, so vermutet man. Statt generell Sommer, Winter, Frühling, Herbst, statt den Saison traten jetzt Zeitpunkte, Erntereife als Zeitpunkt in den Blick der Leute. Sie mussten sich einfach genau darauf vorbereiten, auf einen bestimmten Zeitpunkt und dafür, für den Einsatz aller Kräfte für diesen Zeitpunkt, was organisieren, das Dorf organisieren. Das Dorf musste sich natürlich auch abgrenzen gegenüber der Natur, nach außen. Also es fand eine Abgrenzung nach außen statt und eine Organisation im Inneren eines Dorfes. Was natürlich dann dazu führte, dass es sich eine Hierarchie bildete. Also das kennt jeder im Leben. Ne? Also wenn man eine Gruppe ist, einer schwingt sich immer auf, zu Recht oder zu Unrecht, wie auch immer. Und es bilden sich Spezialisierungen. Der eine kann das besser, der andere kann das besser und oben gibt es dann irgendwie einen Manager. Also es bilden sich ganz automatisch Hierarchien, wenn man in einer größeren Gruppe, wirtschaften muss. Das ist also die Theorie, wie dann ab 12.000 und in etwa diese Explosion beim Menschen eingesetzt hat, die uns heute zu dem geführt hat, was wir heute sind. Also äußerer Zwang, der dann zu einer Organisation von Gruppen führte. Andere Wissenschaftler sagen, naja, der Schwerpunkt läge eher darin, dass man im Grunde genommen sich ab diesem Zeitpunkt aufschwang, die Natur als solche zu besiegen, und zwar nur, weil man sie besiegen wollte. Das ist also kein von außen, es sei also kein von außen aufgezwungener Prozess, sondern ein innerer Antrieb gewesen. Da wird angeführt, dass zum Beispiel, obwohl man Ziegen züchten konnte, der Fleischanteil an der Ernährung, der Ziegenfleischanteil an der Ernährung nicht zugenommen hatte. Da sagt nun ein Wissenschaftler, naja, das habe oder könne nur daran gelegen haben, weil das Ziegenbeherrschen, das Managen der Herde von Ziegen nicht der Fleischbeschaffung diente, sondern einfach dem puren Beherrschen der Natur, Beherrschen von Mitgeschöpfen. Das sei also eher der Antrieb gewesen. Also zwei Theorien,
Man weiß es natürlich nicht so genau, aber es ist, vielleicht ist es auch ein sich jeweils immer wechselseitig verstärkender Effekt gewesen. Äußere Zwänge führen dann vielleicht auch zu inneren Bedürfnissen. Also wenn ich hier schon hocke, in meiner Oase oder in meinem kleinen Dorf zwangsweise, weil ich jetzt hier Ackerbau und Viehzucht betreiben muss und nur noch in dem Herr mal so jagen kann, na, dann will ich es aber auch richtig machen. Also dann ist es mir auch ein Bedürfnis, der Natur es mal zu zeigen und hier ihr meinen Willen aufzuzwingen. Also gut, das ist natürlich alles spekulativ. Wer war auch schon dabei vor 12.000 Jahren? Naja, jedenfalls ist die Theorie, ich male die euch mal auf hier, die Theorie geht also wie folgt. Der Mensch, Homo sapiens, der beständige Mensch, kommt nach 300.000 Jahren auf den Trichter, wie auch immer, von seinem Leben als kleinste Gruppenteile, Jäger und Sammler, die ganz vereinzelt in der Welt umherstreifen, in der großen Stille umherstreifen, sich hin und wieder mal treffen, aber auch äußerst selten. Also, dass diese Jäger und Sammler zuallererst sich in einem Dorf zusammengeschlossen haben und sesshaft geworden sind, mit den Elementen, ich nenne es mal Ackerbau, und Sesshaftigkeit und Dorf, Ackerbau und Dorf. Und dass daraus dann sich entwickelt hat, letztlich der Staat und die Religion. Das ist also der Ablauf, von dem lange Zeit die Wissenschaft ausging. Jäger und Sammler, vereinzelt Kleinstgruppen, schließen sich zusammen, werden sesshaft, betreiben den Ackerbau in einem Dorf. Aus der Notwendigkeit der Organisation, der Hierarchie entsteht dann eben eine Dorfherrschaft, die Urform des Staates, und eine Religion entsteht, der Glaube an höhere Wesen. Das sei also der Ablauf der Menschheit gewesen, der uns dann am Ende zu dem geführt hat, was wir heute sind. Die Frage ist allerdings dann schnell gestellt worden, ja, kann denn das so sein? Also die große Stille, da ist nichts los gewesen, 290.000 Jahre, und dann tut es einen Schlag und über die Sesshaftigkeit und den Ackerbau fängt an, überhaupt erstmal die Kultur zu entstehen, der Staat zu entstehen, die Religion. War denn vorher tatsächlich wirklich nichts? Und ja, was soll man sagen? Wenn man dann zurückgeht in die Zeit davor, da war schon einiges los bei den Jägern und Sammlern. Also es kann nicht so gewesen sein, wie diese Theorie da vorschlägt. Ackerbau, Viehzucht und Dorf war sozusagen der Zünder für den Knall, den es dann getan hat mit den Menschen. Denn vorher hatten die Jäger und Sammler solche Kunstwerke geschaffen. Das ist der Löwenmensch. Der Löwenmensch, diese Statue, wurde geschaffen ungefähr 39.000 vor Christus. Also Zehntausende von Jahren, bevor der Mensch überhaupt daran dachte, sesshaft zu werden. Also das ist wirklich ein hochinteressantes Kunstwerk. Das wurde gefunden 1939 auf der Schwäbischen Alb. Es waren ungefähr 200 Teile, so ungefähr, die man zusammensetzen musste. Die wurden 1969 zusammengesetzt. Und 2013 machte man einen neuen Anlauf, nachdem man im Schutt der Höhle auf der Schwäbischen Alb nochmal 80 Fundstücke gefunden hatte und setzte die dann zusammen. Und dieses heute in Ulm in einem Museum ausgestellt. Also das Ding muss man unbedingt, wenn man in Ulm ist, muss man unbedingt sich mal anschauen. Nun gut, dann
So still kann es dann auch doch letztlich nicht gewesen sein bei den Jägern und Sammlern. Denn man fand auch auf der Schwäbischen Alb eine Flöte. Das heißt also, die Jäger und Sammler haben schön Musik gemacht. Also nichts ist mit, das Dorf hat erst die Kultur gebracht und die Stille. Diese Schwanenknochenflöte wird datiert auf 41.000 bis 40.000 Jahre vor Christus. Also 30.000 Jahre bevor Ackerbau und Viehzucht im fruchtbaren Halbmond begonnen hatte. Man fand auf der Schwäbischen Alb auch noch, diese Fundstücke sind jetzt in Tübingen ausgestellt und werden auf 30.000 Jahre vor Christus geschätzt. Das sind die Vogelherdfunde, also ganz bezaubernde, geschnitzte, kleine Tierdarstellung. Ein Pferd. Also das ist nun wirklich ganz reizend, dieses kleine Pferd. Wunderbar ist dargestellt, die Neigung des Kopfes. Also ich meine, die Jäger und Sammler, die müssen natürlich auch hervorragende Naturbeobachter gewesen sein. Die kannten sicherlich vom Ansehen jeden einzelnen Muskel eines Pferdes, das sich unter der Haut abzeichnete. Also das waren sicherlich große, große, große Kenner der Natur. Und das, finde ich, sieht man auch in dieser Darstellung des Pferdes, die einerseits sich aufs Wesentliche beschränkt, aber nichts auslässt, was ein Pferd charakterisiert. Gleiches gilt auch hier für auch ein weiterer Fund, ein sogenannter Vogelherdfund, ich glaube, so heißt die Höhle auf der Schwäbischen Alb. Ein Mammut wurde hier dargestellt. Auch hier diese mächtige Rückenpartie, vorne die Beine, der mächtige Kopf. Also das ist schon alles sehr, sehr gut getroffen. Also wirklich, Künstler und Meister waren hier am Werk. Und wie es immer natürlich auch sein muss im Bereich der Kunst und Kultur und der Gesellschaft, Sex spielte natürlich auch immer eine Rolle. Die Venus von Willendorf, das ist an der Donau und in Österreich. Dort wurde diese Statue gefunden. Ich muss mal gucken, die wird auf 28.000 Jahre vor Christus geschätzt. Also immer noch 10.000 Jahre, mindestens 10.000 Jahre vor Ackerbau und Viehzucht. Und das ist vielleicht so, kann man sagen, die Kim Kardashian der Jäger und Sammler. Üppige Hüften, große Brüste, also alles das, was, wie soll ich sagen, gute Ernährung hervorbringt. Also das war schon eine tolle Darstellung einer Frau. Mit Fruchtbarkeit kann man es vielleicht in Verbindung setzen, mit Vermehrung, man weiß es nicht. Aber jedenfalls ist es ganz erstaunlich, welche Produkte, Kunstprodukte hier hervorgebracht wurden durch Jäger und Sammler, die von Ort zu Ort schweifen, die nicht viel Besitz haben konnten. Sie mussten ja mobil sein und doch schafften sie es, solche Kunstwerke zu machen und dann auch nahmen sie die Mühe auf sich, diese Kunstwerke mit sich rumzuschleppen, was sicherlich großen Aufwand verursachte. Das war also die Venus von Willendorf, die muss man kennen, die guckt ihr euch nochmal im Internet an. Das ist also ganz berühmt. Es gibt viele solcher Statuen, die mit der Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht werden, aus den verschiedensten Gegenden über die ganze Welt verstreut. Und dann gibt es, und das ist nun eines der, wie soll ich sagen, schönsten Zeugnisse der Jäger und Sammler, das ist die Höhle von Lascaux. Die ist sehr berühmt und wird genannt die Sixtinische Kapelle. Da halte ich euch auch mal schnell einfach mal ein Bild in die Kamera. Sixtinische Kapelle ist im Vatikan in Rom und das ist eine große Kapelle, die ist ausgemalt worden von Michelangelo Buonarroti, also Michelangelo, der Berühmte. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt so in der Kamera erkennen kann, oben auf den an der Decke in der Mitte, da müsste es sein, da ist das berühmteste Gemälde, vielleicht das berühmteste Gemälde der Welt,
Nämlich, hier Gott hält Adam seinen Finger hin und Adam wird sozusagen durch Gott zu Menschen. Das ist also ein ganz, ganz berühmtes Bild, das man auch kennt. Gut, das ist eben die Sixtinische Kapelle. Und weil diese Höhle der Jäger und Sammler, die diese ausgemalt haben, eben so ein berauschendes Meisterwerk ist der Kunst, wird sie eben verglichen mit Michelangelos Ausmalung der Sixtinischen Kapelle und solchen Einzelbildern, wie ich sie euch gerade in die Kamera gehalten habe. Hier zum Beispiel sind Stiere dargestellt in dieser Höhle aus in Lascaux. Man vermutet, sie wurde 1940 entdeckt, man vermutet, dass die Höhlenbilder so 17.000 bis 15.000 vor Christus gemacht wurden, immer noch 7.000 Jahre vor der Sesshaftwerdung. Manche behaupten sogar, sie könnten bis zu 36.000 Jahre vor Christus oder in dieser Zeit gemacht worden sein. Ich halte euch das mal in die Kamera. Schaut euch mal diese Stiere an, diese Stierköpfe. Und dahinter sieht man nochmal einen Pferdekopf. Also das sind schon ganz tolle Kunstwerke. Ich finde, die sind wunderbar getroffen. Hier nochmal, hier ist auch wieder ein Pferd. Die Beine vorgestreckt im Galopp. Es bäumt sich vielleicht sogar ein bisschen auf. Also toll, was da die Jäger und Sammler gemacht haben in ihrer knappen Zeit. Nun gut, sie waren sicherlich dann auch in dieser Höhle sicherlich länger, um diese Bilder dann zu malen. Es sind so viele Bilder, dass diese Höhle also von mehreren Generationen von Jägern und Sammlern benutzt worden sein kann. Ein ganz geheimnisvolles Bild will ich euch auch noch zeigen. Es ist auch sehr, sehr berühmt. Das ist der Vogelmensch. Ja, ich hoffe, das kann man erkennen. Also man sieht rechts einen Bison im Angriff. Der Bison hat auch Pfeile schon in seinem Leib und er greift an einen stürzenden Vogelmenschen. Der hat komische Vogelgesichtszüge, so einen Spitzenkopf unten steckt auf einem Stab, ja, wie so eine Art Huhn aufgespießt. Oder ist es vielleicht so ein Regentenstab mit Tierabbildung? Man weiß es nicht. Und man erkennt, er hat auch noch eine Erektion, dieser Vogelmensch. Wahrscheinlich soll das da abgebildet werden. Also ein ganz, ganz geheimnisvolles Bild, dessen Deutung, dass man nicht deuten kann bis heute. Also es gibt natürlich Erklärungsversuche, aber da man nur das Bild hat und sich den Eindrücken dann hingeben kann und dann vermuten kann, was dahinter stecken kann, ist die eine Deutung genauso stichhaltig wie die andere. Also sehr interessant, sehr geheimnisvoll und da werden noch Generationen von Wissenschaftlern sich mit beschäftigen, was dieses Bild wohl darstellen könnte. Gut, also wir können feststellen, wenn wir hier wieder unser Gadget in die Kamera halten, nichts ist es mit der großen Stille. Zumindest ab 50.000 nach Christus, vor Christus, tut es bereits einen Schlag. Und es wird angefangen, tolle Kunstwerke zu erschaffen. Also hier oben wieder geht's los, 300.000 tut sich nichts. Aber hier unten tut sich bereits was um 50.000 vor Christus. Bei den 4 bis 10 Millionen Menschen, die als Jäger und Sammler leben. Und die fangen an, bereits Kunstwerke zu erschaffen. Und für die Zeit davor ist eigentlich nichts erkennbar. Es muss also um 50.000 vor Christus bereits schon was passiert sein. Also die erste Stufe der Rakete muss da bereits gezündet haben bei den Jägern und Sammlern. Also nichts ist mit, die Bauern waren die Ersten, die uns zur Kultur gebracht haben. Die Jäger und Sammler hatten auch schon eine eigene Kultur. Und man vermutet, diese Explosion, dieser große Sprung nach vorn um 50.000 vor Christus, nach Christus, Entschuldigung, ist zurückzuführen auf
eine Genveränderung. Und zwar wird vermutet, dass eine Mutation, also eine Genveränderung aufgetreten ist und vererbt wurde dann von einem Lebewesen auf das andere, also von einem Menschen auf den anderen, nämlich eine Veränderung im Kehlkopf, so dass wir anfangen konnten, flüssig zu sprechen. Das wäre, ist natürlich eine dolle Theorie, dass man sagt, es herrschten 250.000 Jahre lang tatsächlich auch wirklich Stille. Die Menschen hätten sich durch Laute verständigt, beim Jagen vielleicht, aber nicht im Grunde genommen komplex, also aufwendig miteinander kommuniziert. Das wird übrigens auch beim Neandertaler vermutet. Da vermutet man auch, dass sein Kehlkopf nicht so ausgestaltet war, dass er, wie soll ich sagen, komplex, umfangreich, lange sprechen konnte. Also das wäre natürlich ein dolles Ding, wenn um 50.000 Jahre irgendeine versehentliche Mutation, eine versehentliche Veränderung, eine versehentliche Vermischung bei, wie soll ich sagen, Übertragung der Erbeigenschaften von einer Generation auf die nächste, von Vater auf Kinder, von Mutter auf Kinder, dass da ein Fehler passiert ist sozusagen bei der Wiederholung des menschlichen Bauplans, der dazu führte, dass wir anfangen konnten, lang anhalten zu sprechen und uns zu verständigen. Klingt für mich allerdings auch tatsächlich plausibel, wenn diese Kunstwerke tatsächlich, diese zauberhaften, tollen Kunstwerke mit einem Schlag dann um 50.000 vor Christus angefangen haben aufzutauchen. Also ganz, ganz erstaunlich. Also, wie gesagt, nicht der Bauer, sondern vielleicht vorher der Sprecher hat angefangen, Kultur zu schaffen. Mit den Bauern ist es dann erst richtig sozusagen losgegangen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, hat sich eigentlich der Jäger und Sammler begnügt mit kleinen Flöten, mit kleinen Kultobjekten wie dieser Kim Kardashian der Jäger- und Sammlerzeit, mit Höhlenmalerei hat er sich damit zufrieden gegeben. Die herrschende Meinung sagte, bis vor kurzem Jahr hat er, also alles, was er mit sich rumschleppen konnte, er musste ja ständig auf Wanderschaft sein, das hat er schon bearbeitet, da hat er Kunstwerke draus gemacht, aber zu größerem war er nicht fähig, dafür waren die Gruppen viel zu klein. Was soll denn auch schon mit 25 Leuten, was soll denn aus einer Gruppe von 25 Leuten rauskommen? Kann ja nicht viel rauskommen. Und, oh Wunder, auch diese Theorie ist zusammengebrochen. Göbekli Tepe ist da das Stichwort. In der südlichen Türkei, am Rand des fruchtbaren Halbmonds, hat man, amerikanische Archäologen hatten da schon ein bisschen gegraben und vermutet, da ist was. Und dann 1990 hat das Deutsche Archäologische Institut da eine Grabung angefangen und die sind auf enorme Bauten gestoßen. Jetzt halt euch die mal in die Kamera. So sieht es aus. Das sind so, naja, so Tempelanlagen, muss man sagen. Mehrere kreisförmige Strukturen. So sieht es da aus. An dessen Rändern riesige Steinquader stehen, in die auch noch Tierfiguren gemeißelt wurden. So sieht die Ausgrabungsstätte da aus. Göbekli Tepe, das könnt ihr auch mal googeln. Also ein ganz tolle Entdeckung. Und da geht man davon aus, dass das nun kein Dorf war oder Zentrum eines Dorfes, das bereits sehr früh dann die sesshaften Bauern gegründet hätten, sondern nein, man geht davon aus, dass das eine Tempelanlage war. Und zwar, es gibt zwar noch keine, wie soll ich sagen, Generaldarstellung dieser Ergebnisse, dieser Ausgrabung. Der Ausgräber ist, glaube ich, auch 2014 dann gestorben, der seit 1990 die Ausgrabung leitete. Also der hat sein Leben gewidmet der Ausgrabung dieser geheimnisvollen Anlage. Aber jedenfalls ist schon so viel klar, man hat keine Wohnhäuser gefunden. Also die Leute können da nicht gelebt haben. Lagerhäuser hat man wohl auch nicht gefunden. Also geht man davon aus, dass das eine Tempelanlage war. Und zwar eine Tempelanlage nicht von Bauern, sondern von Jäger und Sammlern.
Das ist natürlich eine ungeheure Vermutung. Nachdem man jahrelang, jahrzehntelang sagte, die Jäger und Sammler hätten, naja, bestenfalls dann vielleicht noch eine Flöte hingekriegt und ein Specksteinpferdchen oder ein Specksteinmammut, aber das war es dann auch. Nein, wenn die Theorie stimmt, dann haben die Jäger und Sammler, nachdem sie sozusagen sprechen gelernt haben, solche Monumente aufgerichtet. Da sieht man, wie in einer dieser Steinstelen, das ist wahrscheinlich ein Stier, dann ist ein Fuchs da drunter, das untere kann ich jetzt achten, das untere ist so eine Art ja, Greifvogel, ist es ein Storch, man weiß es nicht. Also kunstvolle Gravuren in Stein, in riesige Steinquader gemeißelt, im Kreis aufgestellt. Ich halte euch noch mal einen Fuchs in die Kamera. Die Fuchsstele nennt man sie, glaube ich, auch. Hier, ich finde auch den Fuchs ganz hervorragend gelungen. Schön gemeißelt in den Stein, ganz sauber. Also auch ein tolles Meisterwerk, ein tolles Kunstwerk. Ja, das ist das Göbekli Tepe, diese ja, so Jahrtausendausgrabung, die im Prinzip alles über den Haufen wirft, was man meint, gewusst zu haben über die Jäger und Sammler. Also der längste Stein, der da aufgerichtet wurde, ist 7 Meter lang. Der Kopfteil oben, ihr habt gesehen, nach oben wird es breiter bei diesen Stelen. Dieses 3 Meter breit und das Ding wiegt 50 Tonnen. Also das ist schon enorm. Man hat bisher von dieser Ausgrabung nur 1,5% freigelegt. Die müssen natürlich äußerst vorsichtig vorgehen und wirklich mit ganz kleinen Pinsel da rangehen, um ja nicht irgendwas zu verpassen, was zur Deutung dieses wirklich äußerst geheimnisvollen Bauwerkes beitragen könnte. Jetzt versucht man natürlich, dieses Monument irgendwie in die bestehenden Theorien reinzubringen. Eine Theorie sagt, Weizenanbau muss da stattgefunden haben in der Gegend und begonnen haben, weil man den Tempel bauen wollte. Also das Dorf hätte sich gegründet, um einen Tempel zu bauen. Andere sagen, naja, nee, Jägergruppen haben sich da regelmäßig getroffen, vielleicht auch um wild wachsende Getreidesorten vor Tiereinfall in größerem Raum zu schützen, als hätten sie sich also zusammengeschlossen, zu größeren, wie soll ich sagen, Wildgetreideschutzverbänden und hätten dann da eben ein Heiligtum errichtet. Also, naja, im Grunde weiß man es nicht, also das ist jetzt meine Interpretation. Also, man weiß nur, dass es nicht so sein kann, wie man bisher vermutete. Nämlich bisher vermutet man ja, Jäger und Sammler streifen durch die Natur, dann aus irgendwelchen Gründen, Oasentheorie, sind gefangen dann in Flusstälern und Oasen und fangen an, die Natur zu beobachten und erfinden Ackerbau, gründen das Dorf. Daraus kommt dann Staat, Religion und alles, was wir so Kultur nennen. Nein, nein, man muss das eigentlich anders machen. Wenn man hier wieder die Jäger- und Sammlergruppen einträgt, dann haben die sich zusammengeschlossen, um einen Tempel zu bauen. Und dann haben sie angefangen mit Dorf. Erst später. Zuerst sei also der Tempel gekommen. Das ist natürlich eine völlige Umkehrung all dessen, was man bisher so glaubte. Also äußerst interessant und spannend. Also ich bin gespannt, hoffentlich erlebe ich es noch, wie dieses Rätsel dann gelöst wird. Also das muss man verfolgen. Gut, das ist die Geschichte des Jägers und Sammlers, 295, des Menschen eigentlich, 250.000 Jahre tut sich nichts. Dann um 50.000, so wird vermutet, tut es einen Schlag bei den Jägern und Sammlern. Vermutet wird durch das Entstehen einer der Fähigkeit zu komplexen Sprachen, zum ja, Geschichten erzählen. Wahrscheinlich waren die ersten Sprechversuche dann. Also weil es gibt ja nichts Interessanteres als Geschichten aus urverdenklichen Zeiten, die man sich gegenseitig um die Ohren haut. Und wenn dann noch ordentlich Schmackes in den Geschichten drin ist und sie interessant sind, dann ist das, was eine Gruppe
den ganzen Abend über am Lagerfeuer unterhält, zum Lachen, zum Weinen und zum Wein bringt. Also das ist die Geschichte. 250.000 Jahre tut sich nichts. Es sprechen wahrscheinlich aufgrund des Sprechens werden hervorragende Kulturgegenstände erschaffen und vielleicht hat dann um 12.000 eben angefangen, der Mensch noch als Jäger und Sammler nicht nur kleine Speckstein-Tiere zu machen und Höhlenwände zu bemalen, sondern hat sich dann tatsächlich aufgemacht, riesige Tempelanlagen zu bauen, wozu man sich dann Gemeinschaft erstmal treffen musste, überhaupt zu vereinbarten Platz, zur vereinbarten Zeit. Und dazu mussten dann eben die Menschen dann alle dahin kommen. Und sie mussten ja auch irgendwie versorgt werden. Und dann haben sie den Tempel gebaut. Und vielleicht ist aus dem Tempelbau, aus der Religion, ist dann vielleicht eben unsere Kultur entstanden. Und dann vielleicht infolgedessen oder parallel dazu die Sesshaftigkeit. Also äußerst interessant. Nun, Jäger und Sammler, alles Geschichte. Um 12.000 soll es ja losgegangen sein in der Sesshaftigkeit. Und dann ist die Rakete abgegangen, die Bevölkerungsexplosion hat eingesetzt. Und unsere Kultur, wie wir sie heute haben, ist in rasender Geschwindigkeit, in 100 Jahre Schritten ist dann vorangeschritten, wie ein Tornado im Vergleich zu der großen Stille davor. Aber so weit ist die letztlich ja auch nicht von uns entfernt, diese Jäger- und Sammlerzeit. Also da hat jemand Witziges geschrieben, ich tue es euch unten in die Videobeschreibung rein, den Link zu dem Buch. Der hat gesagt, E.W. Heine heißt der. Naja, was unterscheidet uns denn heute so großartig vom Jäger und Sammler? Der Jäger und Sammler nahm unverarbeitete Nahrung halbgar zu sich, also er verschlang halbgar unzubereitete Nahrung. Jetzt kommt die Fußball-WM, was machen wir? Wir schieben die Fertigpizza in den Ofen rein, Anpfiff ist, wir können nicht lange noch warten, bis es warm ist und hauen uns dann die halbgare Pizza, die wir unverarbeitet sozusagen erlegt und gejagt haben, ziehen uns die rein. Also ich sehe schon so kommen. Und also es ist schon Fertignahrung. Wir bereiten da nichts zu, wir züchten keine Tiere, sondern das wird uns einfach alles sozusagen wie ein Jäger erlegen. Wir im Kühlschrank das Produkt und machen uns kein großes Gewese drum und hauen uns das Produkt dann einfach so rein. Also so anders ist es auch nicht. Schreibt er. Auch wie wir uns kleiden, ist ja auch wie Jäger und Sammler. Der Jäger erblickt die Beute, rennt drauf zu, tötet das Tier, häutet es, hängt sich das Fell um. Was machen wir? Wir gehen am Schaufenster vorbei, erblicken was, rennen rein, erlegen es an der Kasse und hängen uns es um. Also so ein großer Unterschied ist er da auch nicht. Also wir stellen keine Kleidung mehr her, sondern wir jagen sie. Und wenn man an das Wohnen denkt, also wir bauen auch keine Häuser mehr, wie noch hier die ersten Sesshaften und die Bauern, sondern vorbereitete Wohnhöhlen werden von uns bezogen. Nichts anderes als der gute alte Homo sapiens, der eben Jäger und Sammler war und dann die Vogelherdhöhle bewohnte und dann sich hübsch ausschmückte. Aber die Höhle war schon da, er hatte da keinen Handschlag dran getan. Und so beziehen wir heute auch unsere Wohnung für unsere Unterbringung. Also das ist eine äußerst interessante und witzige Beschreibung der Folgen der modernen Arbeitsteilung. Also für uns weben natürlich andere Menschen die Kleidung und für uns bauen andere Menschen unsere Wohnhöhle. Aber trotzdem, man muss da schon sehr schlau sein, um mal so einen anderen Blick auf unser heutiges Leben zu haben, nämlich den Blick, was unterscheidet uns denn heute in der hochkulturalisierten Welt so großartig anders von den Jägern und Sammlern. Kehren wir nicht in bestimmten Bereichen wieder zu diesem Status zurück. Also äußerst interessant. Ich hoffe auch, dass die Sendung auch interessant war für euch. Ich denke mal, doch wieder bei 54 Minuten gelandet. Also ich hatte mir vorgenommen, schneller zu machen, aber ich muss meinen Stoff vielleicht doch noch ein bisschen einschränken. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich hatte es mir vorgenommen, aber es ist wieder eine Stunde geworden. Also, bis dann. Tschüss.